Schön, dass Sie mit dabei sind, während wir uns für die F1-Action an diesem Wochenende bereit machen. Dieses Rennen ist eine Gelegenheit zu sehen, was Valtteri Bottas kann. Das wird ein schwieriges Rennen für ihn, gar keine Frage. P22 und ein starkes Feld, das er nicht einfach überholen kann. Aber was wird hier passieren? Ich weiß es genauso wenig wie Sie. Und es ist soweit. Der große Preis von Singapur. Die Ampel ist aus und los geht's. Und los geht's. Es ist nur die Frage, ist das gut, das, was wir da gemacht haben jetzt mit dem Halbgas? Ja. Oder ist das schlecht? Bisher konnte man so Position halten. Schumacher hat sogar eine Position gerade gewonnen. So, die fährt er gerade neben einem. Ja, der hat eher den Kampf nicht gewonnen. Aber soll trotzdem in Ordnung sein. Was? Er hat jetzt. Okay. Ich sehe aber ziemlich viele Fahrzeuge mit dem Softreifen unterwegs, ne? Oh ja, oh ja. Da sind einige mit Soft unterwegs, eigentlich fast alle. Bis auf ein paar einzelne Fahrer, die es nicht sind. Ja, vor allem die Softfahrer sollten ja alle früher reinkommen als wir. Vielleicht war die Mediums doch keine so gute Variante. Man weiß es halt noch nicht, ne? Solange unsere Fahrer ohne Probleme durchfahren und nicht letzter in der Konstrukteurswertung sind, dann ist alles gut. Ja, wir müssten, wenn es geht, im DRS von Hamilton bleiben. Wäre auf jeden Fall nicht schlecht, um uns gegen Ocon zu wehren dann. Schumacher ist auch noch dran an Gasly. Oh, und jetzt ist Ocon fast eine Sekunde weg. Weil die geben auf jeden Fall noch Volldampf, das weiß ich auf jeden Fall. Deswegen bin ich mit der Variante, wie wir gerade fahren, gar nicht mal so unzufrieden. Wir sind direkt dran an den Punkten. Technischer Fehler, Verstappen. Jetzt schon. Nach zwei Runden. Ja, sobald man ERS rausstellt, ist man so schnell aus dem DRS wieder raus. Aber wieder, solange Hülkenberger dranbleiben kann, der war gerade gut nah dran an Hamilton. Ist das gut, weil der Vorsprung auf dem Con wird ja halt durch das DRS immer wieder größer. Aber jetzt Ricardo schon dran. Ricardo jetzt. Der hat keine Strafe bekommen, obwohl er neue Sachen... Ja, okay, wenn man die gleichen Sachen wieder ins Auto packt, ist das ja nicht schlimm. Wie jetzt? Hat Schumacher jetzt versucht, Gasly anzugreifen? Hat er der Gasly überholt? Hat denn der Gasly überholt gehabt? Na, jetzt sind wir aus dem DS von... Ja, war absehbar. Vor allem jetzt ist Ricardo halt dran, der wird auch noch an den Hülkenberg relativ locker vorbeigehen. Und da würde ich sagen, gehen wir jetzt mal schon auf Reifen Zurückstellmodus. Da liefert man sehr, sehr langsam auf der, in der Boxengasse. Und man verliert auch sehr viel Zeit. Jetzt, ja, ist nur eine Formsache für Ricardo. Rote Flagge, okay. Kein Fahrer von uns, da haben wir Stau. Da haben wir einen großen Stau. Das genauer. Gut, schauen wir uns an, wie wir in Kurve 8 einfahren. Ja, Sainz oder Leclerc müsste Platz lassen. Und da berühren sich die Fahrzeuge. Das ist sicher ein Schlag für sein Selbstvertrauen. Tsunoda muss aber gerade ordentlich in die Eisen steigen noch. Und während das alles passiert ist, sind beide raus. Okay, wir, würde ich sagen, gehen auf neue Mediums oder direkt auf Hard. Ich würde sagen, wir gehen auf Mediums, dass wir die Harten dann zur Mitte haben. Bei Schumacher ist es halt schwierig.
Der Schumacher wird jetzt auf Soft gehen. Der hat so viele Soft-Reifen noch. Also Schumacher muss sowieso einen Stopp mehr machen. Also Sainz und Perez sind raus. Damit starten wir auf Platz 9 und 15. Wir sind bereit, dieses Rennen erneut zu starten. Mal wieder viel auf Rot. Die Ampel ist aus und los geht's. Boah, Hülkenberg greift Hamilton an. Perez hat sogar noch eine 5-Platz-Quitstrafe bekommen. Und an Hülkenberg vorbei. Schumacher an Magnussen vorbei. Und an Gasly. Starker Start. Hey, jetzt sind die alle auf Mediums wahrscheinlich, ne? Zumindest denke ich mir das. Ne, die ist auf Hard sogar. Aber Hülkenberg denke ich mir jetzt halt Medium, Hard, Soft. Was geht jetzt bei Hülkenberg wahrscheinlich schon? Bei Schumacher wahrscheinlich Soft, Hard, vielleicht Soft und Hülkenberg geht auch an Stroll vorbei. Klar, wir können bei Hülkenberg auf jeden Fall auch nochmal die alten Mediums auch nochmal dran packen, aber ob das Sinn macht, weiß ich jetzt nicht. Auch Schumacher kommt gut da vorne, ne? Jetzt hat er schon O'Connor geholt. Es gibt aber diesen Balken nicht mehr, Leute hinter sich aufhalten. Das ist schade. Okay, Hülkenberg ist nah dran an... Ja, wir haben gerade unseren Reifenvorteil, ne? Trotzdem würde ich jetzt schon sagen, stellen wir jetzt schon mal runter. Müssen wir. Ne, sonst schaffen wir es ja wirklich nicht, bis zu einer gewissen Distanz durchzufahren. Aber jetzt ist Schumacher auch an Zarten vorbei. Also der ist auch ganz gut nach vorne gekommen. Oi, oi, oi. Das, obwohl die anderen auch Softreifen haben. Ja, es ist schwierig für Schumacher, muss man sagen. Jetzt da so die Strategie so zu managen, dass der durchfahren kann. Ja, jetzt kommt Stroll. Ja, jetzt haben wir den Nachteil, dass wir jetzt nur die Reifen zurückgestellt haben, ne? Schumacher aber schon sehr nah dran an Ricciardo. Ja, sobald zwei Leute aus dem Top-Tier, ne, also Ferrari und Red Bull sind ja die stärksten mit McLaren, wenn einer von denen oder zwei von denen ausfallen, dann sind die Punkte eigentlich hier immer in Distanz mittlerweile. Ja, das ist halt schwer für uns. Aber Hamilton hat, glaube ich, die Roten drauf, oder? Ja. Aber der hat halt kein Gas gegeben bisher. Schumacher hat schon eine Position verloren. Ja, es geht zurück und Verstappen schon wieder technisches Problem. Oh, der wird aber auch nicht lang fahren können dann. Ja, Schumacher muss irgendwie dranbleiben an Sargent. Also Punkte sind für ihn natürlich sehr schwer. Auch wenn sie möglich wären. Um ehrlich zu sein. Schumacher jetzt aus dem DS von Dings raus. Hat aber eine gute Lücke auf Ocon. Hülkenberg hat Zoll wieder geholt. Oh, bisher läuft das Rennen sehr solide. Aber gleichzeitig haben wir auch den Vorteil, dass wir halt frischer früher Reifen holen, ne?
Ja, früher war es so medium hart durchfahren. Also glaube ich soft hart durchfahren. Irgendwas war da sogar schon früher in den alten Teilen. Jetzt ist es irgendwie nicht mehr so. Ich hätte auch jetzt, muss ich sagen, jetzt ein bisschen nichts damit gerechnet, dass Hülkenberg sich so lange gegen Stroll, Hamilton und Ricciardo da mithalten. Und vor allem Stroll, Zart ist ja auch mittlerweile dran an dieser Gruppe. Aber wir haben halt sehr viel Reifen jetzt schon verbraucht, ne? Wenn jetzt nicht schon mal eine rote Flagge kommt oder ein Safety Car, was halt immer sein kann, wird das schon schwierig, mit zwei Stops dann durchzufahren, ne? Also, wahrscheinlich, ne, wir haben dann noch zwei Stops wahrscheinlich schon noch. Ja, wenn wir dann Runde 25 reinkommen würden, auf hart gehen und dann am Ende auf die roten zu wechseln, das sollte gehen. Bei Schumacher viel, boah, muss man schauen. Wobei, ja, wir haben ja schon die zweiten Reifen beim Hülkenberg drauf. Ich glaube, wenn wir gut genug Gas geben würden, könnten wir es sogar schaffen, von Stroll wegzukommen. Aber so halten wir zumindest auch die Lücke vorne. Aber zu Noda halt dann. Okay, die sind halt viel zu weit weg, die Racing Bulls, ne? Mit denen sollten wir uns eigentlich schon nicht so eigentlich konkurrierend anlegen. Oh, Hamilton hat kein DS. Der kam da echt schlecht raus. Jetzt Swole. Ne, bleibt dahinter. Halt die Frage, ne? Schumacher können wir nicht mehr auf Ding setzen. Wahrscheinlich können wir, okay, bei Schumacher könnten wir jetzt rot, 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 rot machen. Ob das was bringen würde, ist halt die Frage. Wie sieht's vorne aus? Ich weiß nicht, wie stark ist denn der Wagen von Verstappen noch? Wie stark ist denn der kaputt? Keiner fährt die aktuell schnellste Runde. Damit wir sehen können, welche Farbe der da hat. Ausdruck geht vorbei, aber DRS für Hülkenberg. Bleiben wir natürlich immer dran. Und auch Russell mittlerweile an dieser Gruppe dran. Ist schon eine sehr kuriose Gruppe. Weil wenn wir 20 Runden fahren können mit diesen Reifen, was wir eigentlich nicht fahren können, was, wie man es gerade sieht. Ja, jetzt geht es langsam nach hinten. Jetzt geben die langsam ein bisschen Gas. Also 15 Runden, dann müssen wir mit den harten mindestens mal bis irgendwie Mitte 40 fahren. Ja, jetzt geht's ab. Jetzt geben die Gas. Die haben alle nicht gepusht, ne? Merke ich gerade. Sind alle normal gefahren. Dadurch, dass wir gepusht haben, haben wir zwar Plätze gut gemacht, fallen aber jetzt nach hinten. Und wir haben direkt Ricciardo hinter uns. Wir waren so schön auf Platz 7. So schön konnten wir uns mithalten. Und dann kriegen wir jetzt hier richtig aufs Fressbrett. Ricciardo geht wieder vorbei, das hatten wir schon mal. Oder zumindest mal kurz vom Angriff vor der roten Flagge. Klar, umso länger man fährt, umso wahrscheinlicher ist es natürlich, dass man es schafft, in eine rote Flagge oder ein Safety Car zu kommen. Umso länger man fährt, umso wahrscheinlicher. Ärgerlich ist es, wenn du gerade reinkommst und dann kommt das raus. Wie ist es eigentlich mit roter Flagge, wenn man in der Box steht dann? Oh, Verstappen schon wieder. Also Verstappen wird safe nicht durchfahren. Also wenn der damit durchfährt, nach dreimal technischen Fehler anzeigen, dann ist das Spiel irgendwie falsch programmiert für Verstappen dann. Ja, Russell wird auch wahrscheinlich relativ schnell vorbeigehen. Also bin ja wieso nicht mit der Erwartung hier reingegangen, dass wir Punkte holen. Nur das können wir eigentlich auch gar nicht mit dem, was unser Auto aktuell leisten kann. Aber jetzt so wirklich gerade. Boah, gezeigt zu bekommen, wo die Grenzen sind, ist doch schon sehr hart. Also Schumacher wird auf jeden Fall auf dem letzten Platz rauskommen, wenn er in die Box ist, ne? Aber kann er mit den Harten halt schön entspannt fahren dann. Aber wieso sind das? Sie ist ja so anders mit den Reifen. Da hat Hülkenberg gerade gepennt. Ja, der hat jetzt gar kein Vertrauen mehr ins Auto.
Warum ist denn der so schnell, der Russell? Ja, auf der Kran ist der Mercedes auf jeden Fall viel, viel schneller. Wir müssen halt gucken, wir sind bisher 6 Runden auf den Mediums gefahren bisher. Und dann auf den Soft. Ich würde sagen, wir gehen bei Schumacher nochmal auf Soft. Dann ist der aber ganz hinten dran, ne? Aber wir müssen gehen. Ich will die Reifen nicht zu sehr kaputt fahren. Also der wird es wahrscheinlich schaffen, dann direkt wieder hinter Bottas, Gasly und Show zu sein. Wenn die kurz vorm Boxenstopp stehen. Warum kommt die Fliege wieder? Stopp. Ja, man fährt halt schön 60 schon in der Boxengasse. Das ist schon sehr langsam. Und nochmal technische Fehler bei Verstappen. Also der muss doch safe bald schon rausfliegen. Stopp war ganz gut. Jetzt ist die Frage, wie lange er fahren kann. Bis Runde 30. Die Harten haben danach gereicht. 16 Sekunden. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sehr der auf die anderen aufholt. Und Safety Car. Das ist natürlich für Schumacher richtig, richtig ärgerlich. Oh, das ist übel für Schumacher. Das Gute ist, wir haben die letzte Box und haben halt einen guten Abstand. Weil wir könnten noch eine Runde weiterfahren und dann erst in die Box kommen. Ja. Aber Schumacher ist echt bitter, ne? Der war gerade in der Box. Wobei wir den ja nochmal in die Box holen können, dann auf Hard wechseln können. Na, dann ist es halt so. Copy, Box. Hallo? Wieso müssen wir bitte in der Dings bremsen? In der Zone. Der Shop war auch nicht so gut, ne, bei Hülkenberg 2,8. Aber Schumacher bleiben wir schon bei 2,6. Ist aber halt jetzt ziemlich weit hinten. Das ist halt schade, ne? So, die haben jetzt welche Reifen? Die harten. Mit den harten kann man nicht durchfahren. Boah. Und dann Softreifen, das wird auch nochmal hart. Wenn wir bedenken, mit Schumacher sind wir jetzt knappe 11 Runden gefahren nur. Puh. Da bin ich echt schon mal überlegen, die alten Mediums aufzuziehen dann. I don't see my tips. Aber keiner weiß, wie es gerade bei Verstappen aussieht, ne? Mit dem. Von der. Ein Zeichen her. Ist das rot? Ist es nicht rot? Oder orange? Ist es noch gelb? Also wenn der so viel gelb hat nach so einen Teilen. Aber durchfahren mit den Mediums wird ja wieso mit den Softreifen wird keiner mehr. Wie viele Leute haben noch Mediums? Das ist auch eine Frage. Das ist schon wieder so ein kurioses Rennen, ne? Schumacher schnappt sich schon Show. Wir dürfen auch nicht zu lange aggressiv fahren, ne? Weil die Reifen müssen wir, wenn es geht, doch schon so lange halten wie möglich. Und gelbe Flagge schon wieder. Wo? Wer? Okay. Das heißt Boxenstopp für die. Deswegen ist da auch immer die Lücke aufgegangen. Was ist jetzt los? Macht was ist echt gut. Bottas kriegt die Strafe.
Ja, und Dreher noch von Korea. Also was ist das? Das geht nie ab, ey. Es ist ein sehr, sehr, sehr kurioses Rennen. Oh, gut weggekommen gerade. Bottas könnte natürlich auch einen Schaden haben vom Auto. Warum ist schon so nah dran? Und ich will halt, wenn es geht, schon sehr lang mit diesen Reifen jetzt fahren. Mediums sind danach keine Variante. Die weiß ich halt. Wenn wir es bis 25 schaffen, 20 Runden mit angefahrenen Mediums, dann komme ich vielleicht sogar ein Stück früher rein, geht's einmal auf Soft. Aber wer weiß, was hier noch kommt. Wenn nochmal ein Safety-Car kommt und allen drohen dran, dann wird es hier alles sehr, sehr interessant. Okay, er hat Orange. Dank Alonso, haben wir es jetzt gesehen. Schumacher an Bottas vorbei. Und leider nicht im DS von Albon. Hülkenberg hat einen guten Abstand auf Sargent. Das heißt, wenn vorne was passiert, ja, Verstappen, der hat schon sehr, sehr früh Orange, ne? Aber so Runde 40 und dann auf Softreifen, dann nochmal auf Softreifen. Also wo wir, die Frage ist, wo wäre Schumacher jetzt, wenn wir den nicht eine Runde reingeholt hätten, wo Magnus rausgeflogen ist. Hey, jetzt haben wir eine gute Pace, aber dann im gleichen Moment Pech. Schon die Reifen. Eigentlich sind wir noch... Oh, und Verstappen hat rot. Verstappen hat rot, da qualmt es schon sogar. Verstappen ist raus. Zwei Rennen in Folge ohne Verstappensieg. Wenn der jetzt noch irgendwo stehen bleibt, was möglich ist, dann haben wir wahrscheinlich wieder einen Safety-Car. Und damit ist Red Bull komplett raus in diesem Rennen. Bleibt er auf der Strecke stehen oder schafft das in die Boxengasse? Das Unmögliche ist möglich geworden. Er schafft es aber noch in die Box. Oder fährt er noch weiter? Er kommt in die Box, damit auch kein Safety-Car oder irgendwas. Das hätte uns natürlich gut getan, aber damit sind wir jetzt offiziell in den Punkten. Seltenheit. Also wäre der jetzt nicht ausgefallen in diesem Rennen, trotz der ganzen Zeichen, aber er ist irgendwas merkwürdig gewesen. Aber das ändert nichts daran, dass unsere Strategie merkwürdig ist. Sargent hat schon etwas mehr Hart verbraucht. Das ist natürlich die Frage, wenn die noch alle Medium-Reifen mehr haben. Ja, weil den Medium-Reifen, den wir am Anfang hatten, wie viel Prozent hatten der überhaupt noch? Wie viele Runden soll der durchhalten? 26 soll der nur durchhalten. Das ist nicht möglich. Bei Schumacher hat er auch 26 Runden. Es wäre möglich, aber die Wahrscheinlichkeit, dass der halt nicht durchhält, ist schon sehr groß. Man fährt aber so lang in der Boxengasse. Erstmal abwarten. Vielleicht kommt irgendwie wieder ein Safety-Car oder so. Aber ein Safety-Car dann auf Rot wechseln ist ja auch nicht so schlau in dem Moment. Oder? Weiß ich halt nicht. Na, weil reinkommen müssen wir wahrscheinlich so oder so nochmal. Klar, wenn wir natürlich jetzt aggressiver fahren würden, bis Runde 40, würde das vielleicht was bringen. Aber Runde 40 ist schon eng mit Soft, ne? Wenn man dann nur 11 Runden fährt. Klar, wir sind bei Schumacher aggressiv gefahren. Die ersten ein, zwei Runden. Ne, also, es sind wahrscheinlich 12 Runden möglich mit diesen Reifen. Ich hätte aber nicht erwartet, dass beide Red Bulls rausfliegen. Ja, vielleicht kam auch eine Überraschung auf dem Podium. Tsunoda ist möglich, Alonso auch. Weil bisher haben wir immer nur entweder Mercedes, wenn, glaube ich zumindest, Mercedes, Ferrari, McLaren und Red Bull gesehen. Na, Schumacher kommt nicht von Albon weg, aber kommt kaum näher an Sargent dran.
fährt auch bisher ein sehr, sehr gutes Rennen. Dafür, dass er einen Stopp schon mehr hat als alle anderen. Und am Ende wird es wahrscheinlich nicht geschenkt. Sponsor ist schon mal sicher, wenn wir ins Ziel kommen. Muss man sagen, dass man am Ende jetzt öfter die höhere Wahrscheinlichkeit nimmt oder den riskanteren Sponsorweg nimmt, weil alle eher ausfallen? Nee, du hast dich so schon nach vorn gekämpft. Du hast wahrscheinlich einen sehr guten... Ja, der hat auf jeden Fall ein gutes Vertrauen. Und Elben hat ein technisches Problem. Das freut mich. Das Getriebe. Da sieht man hier ran. Irgendwo sind die Zeichen davon. Jetzt kommt ein Tutorial. Wieso Getriebe auf Risiko? Okay. Der kommt auch direkt weg von Dings. Ja, mal schauen. Vielleicht schaffen wir es doch ein bisschen mehr Runden zu fahren. Aber es ist halt schon... Wäre schwachsinnig lang zu fahren, wenn wir wissen, dass wir sowieso nochmal einmal mehr in die Box müssen. Das würde uns ja eigentlich schon Zeit kosten. Na, wenn natürlich die anderen alle Medium-Reifen haben, dann haben die einen richtigen großen Vorteil. Warum muss der immer mit seinem Roller fahren, der Nachbar? Vor allem, der steht da, steht vor seiner Einfahrt und gibt 5-6 Mal richtig fest Gas, bevor der irgendwie mal losfährt. Kann man das nicht vorher machen? Vor allem, wir sind in einem Anstieg. Mittlerweile zum Glück macht das nicht mehr, dass er die Kuppe runterfährt und dann schwungelt, um hochzufahren. Weil das ist vor allem, wenn ich Nachtschicht habe, extrem nervig. Wenn ich dann so um 7 Uhr ins Bett gehe und der war mal um 8, kurz vor 8 losfährt mit dem Roller, bin ich gerade eingepennt. Obwohl spätig auch nicht schön ist. Was das angeht. Weil ich ja meistens ein Stückchen früher wach bin. Wenn ich im Auto an dem vorbeifahre, ist das ja nicht schlimm. Dann bumm, bin ich vorbeigefahren. Ich bin ja nicht da dauernd am Gas drücken am Auto. Aber gut. Wieder zurück zum Rennen. Es passiert aktuell gar nichts. Ne, wir kriegen immer mehr aufs Maul von den Vorderleuten. Was eigentlich auch nicht schlimm ist. Aber wenn man das so jetzt sieht, ne, holt entweder Williams einen Punkt, Alpine einen Punkt, Sauber einen Punkt oder Haas einen Punkt. Wobei Haas schon sehr unwahrscheinlich ist. Also wahrscheinlich sind es Williams oder wir. Ne, je nachdem, wie Ocon halt fährt. Aber ich schätze mal wieder, dass alle noch mindestens mal einmal reinkommen müssen. Ich weiß ja nicht, wenn wir jetzt... Komm, wir geben Gas und kommen in der Runde 40 rein. Und gehen dann auf Rot. Weil wir halt Mediums halten nicht. Können dadurch ein bisschen mehr Vorsprung aufbauen. Schumacher kriegt vielleicht einen Abstand auf Sarge und Ocon eingestellt. Das müssen wir jetzt schauen. Also wir waren jetzt fast eine Sekunde schneller als Ocon in der letzten Runde. Und Schumacher auch. Hat auf jeden Fall gut aufgeholt. Und wenn wir halt früher reinkommen, haben wir auch noch diesen neuen Reifenvorteil. Weil Gasly hat auch schon extrem gut aufgeholt auf die anderen wieder, ne? Weil man muss sagen, die Sauber und die Haas sind vom Tempo her nicht mehr mit uns vergleichbar. Die sind auf jeden Fall langsamer. Auch wenn das heißt, dass wir Platz 19 und 20 im Autoranking sind. Welche Autos sollen halt stärker sein als wir? Ich glaube, der von Korea ist auf jeden Fall schwächer. Magnussens Auto wahrscheinlich auch oder der von Schuh oder Bottas. Ich habe keine Ahnung, wie das jetzt gerade genau gerechnet ist. Klar, wir haben ein bisschen nachgelassen, weil wir jetzt auch jetzt schon längere Zeit keine Updates mehr ins Auto gebracht haben. Aber wenn wir es nächstes Jahr oder in der nächsten Saison schaffen, mehr Geld durch Sponsoren hinzubekommen, dann ist das ziemlich gut. Dann haben wir auch Möglichkeiten, ein bisschen mehr im Auto zu machen. Weil die Sachen sind ja schnell fertig. Wenn ich überlege, beim 22er, da hat man kaum Updates machen können. Weil die halt übelst lang gedauert haben. Da hat ein Update so, keine Ahnung, mal so 60 Tage gedauert. Hier dauern sie halt mit einer Person 60 Tage. Und da dauern 60 Tage, wenn man da 6 Leute reinpackt. Ja, bis 60 sollte es ganz gut gehen. Und dann müssen wir auf jeden Fall nur noch 3 fahren. Der Schumacher kommt näher und der Abstand ist auch angestiegen auf Ocon.
Also sie fahren wahrscheinlich jetzt 37er Zeiten. Ja. 38,1. Sie fahren genauso schnell wie Ricardo gerade. Und Ocon und Dings können diese Zeiten nicht mitgehen. Schumacher ist jetzt gleich dran. Wenn wir den ERS geben, oder soll er nur mitfahren? Das ist natürlich die letzte Frage, ne? Lassen wir den weiter aggressiv fahren. Gasly kommt rein. Welche Reifen hat Gasly noch? Der war ja, glaube ich, schon auf hart. Geht nochmal auf rot. Das ist ja eine sehr krasse Entscheidung. So, Schumacher ist dran. Ja, mit ERS kommt er ans Harten vorbei. Aber ich will halt auch nicht unbedingt, dass der sein Ding gutes Vertrauen gerade verliert. Wirkt man halt auch ein gutes Vertrauensauto. Da ist die Fehlerwahrscheinlichkeit auch geringer. Ich weiß halt nicht, wie lange steht man in der Box. Schumacher hatte gerade eben 16 Sekunden Rückstand. Er hat auch jetzt 22 Sekunden verloren, hat Gasly ungefähr. Bei 22 Sekunden wäre Schumacher zwischen Bottas und Correa. Beim Stopp. Das dauert aber nicht mehr lange. Dann passt das vielleicht auch mit Bottas, dass wir vor Bottas kommen. Deswegen spare ich mir lieber auch mal das ERS jetzt. Hülkenberg wiederum, der hat einen guten Vorsprung. Der müsste eigentlich, wenn ich das so sehe, 41, 10. Der müsste bei Elben rauskommen. Etwas hinter Elben. Und Schumacher schnappt sich Sargent, das ohne ERS. Und Ocon kommt rein. Das ist natürlich dann, oh, das ist gut zu sehen, wo wir jetzt dann rauskommen. Wenn wir jetzt reinkommen. Die Frage ist, welche Reife zieht er auf? Der geht auch auf Rot. Und Correa, ah, das ist natürlich gut, ne? Ist eigentlich vielleicht gar nicht mal so schlecht, dass wir gerade Gas geben. Mit 40 dann Rot-Rot. Ich hätte mal stark, dass viele noch zwei Stopps machen dann. Klar, wir könnten natürlich jetzt Sargent aufhalten. Aber gleichzeitig denke ich mir so, warum sollen wir den jetzt gerade aufhalten? Das macht nur Schumachers Rennen kaputt. Und Runde 40 ist eine Distanz, die wir danach mit zwei Stopp, zweimal Rot auf jeden Fall ausgleichen können. Klar, wir dürfen halt auch nicht zu aggressiv fahren. Ne? Vielleicht die ersten zwei Runden, danach ist aber Schluss damit. 17 Sekunden, also Hülkenberg wahrscheinlich echt wirklich zwischen Elben und Show. Und selbst wenn er hinter Show kommt, den wird er ja auch relativ einfach bekommen. Diese und die nächste Runde dann noch. Leclerc führt gerade. Wir kommen auf jeden Fall auch vor Leclerc raus. Aber die sind alle auf Mediums, ne? Das heißt, sie kommen auch alle gleich schon rein. Und dann ist die Frage, welche Reifen haben die noch? So, Hülkenberg. Soft, nächste Runde. Schumacher jetzt auch. Soft, nächste Runde. Je nachdem wir in Baku schon so viele Stops gemacht haben. Entschuldigung. Aber ja, nachdem wir in Baku schon so extrem viele Stops gemacht haben, 9 in der Zahl, das sollte jetzt gerade nicht viel weniger werden in diesem Rennen. Wie viel haben wir jetzt schon? Wir sind jetzt schon jetzt bei 5. Und 4 kommen noch dazu. Das heißt wieder 9 Stück. Klar, wenn Zahn aber noch Mediums hat. Boah, ich kann mir aber nicht vorstellen. Oh, die anderen kommen jetzt rein. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die jetzt noch irgendwelche anderen Reifen haben. Die hatten doch alle schon die Mediums. Die hatten mal drauf. Die ziehen selten nochmal alte Reifen drauf. Der hat Mediums, okay. Der kann durchfahren. Der hat auch nochmal Mediums. Und Hamilton hat harte. Okay, die haben doch noch so diese Reifen. Okay, und Schumacher aktuell auf Platz 8. Stark. Okay, Platz 9. Mach dir keine Sorgen, Stroll, wir fahren gleich auf Seite. Wir fahren diese Runde in die Box, also mach dir da echt keine Sorgen. Aber wenn man überlegt, Sargent, es könnte eng werden. Also Hülkenberg könnte es schaffen, dass wir Sargent auch in der während des Rennens wieder einholen. Oh, jetzt so eine rote Flagge, das wäre super gewesen.
So, Hülkenberg ab in die Box. Ja, hinter Elben vor Show. Natürlich umso besser wäre halt auch vor Elben. Doppelstopp. 2,7 ist okay. Wir haben bei Hülkenberg immer die Reifen stehen. Und der kommt sogar vor Ocon. Ja, der kommt vor Ocon raus. Ocon hat ja auch frische Reifen. Schon mal auch ein guter Stopp. Der kommt vor... Wird direkt gerade überrundet. Das ist natürlich jetzt mies. Wir bauen die Reifen auf Temperatur. Dann sind direkt schon hinter Elben dran. Also, dass wir so nah an Elben dran sind, hätte ich jetzt nicht gedacht. Es kann sogar sein, dass Schumacher gerade Dings abholen kann. So, ERS bitte. Schnell an Elben vorbei. Keine Zeit verlieren. Okay, jetzt hat er vorbeigelassen. Perfekt. So, jetzt machen wir normal. Schnellste Runde von... So. Aber wir sind auch immer noch eigentlich sehr nah dran an den anderen, ne? Und wir haben 6 Sekunden auf Sergeant. Ne? Sollte Sergeant reinkommen, könnten wir sogar dran sein an dem. Wir müssen auch nur von Con aufpassen. Und Con könnte auch früher in die Box kommen als wir. Der hat extrem aufgeholt. Der hatte fast 10 Sekunden Rückstand. Und schon mal könnte das DS jetzt von Leclerc immer sich zunutze machen, um auf Bottas gut aufzuholen. Weil oh, der greift auf Leclerc an, ne? Schumacher, was machst du da? Lass den doch in Ruhe. Fahr doch einfach hinterher. Okay, wir kommen ja mit Riesenschritten gerade dem Sergeant näher. Also muss man eigentlich sagen, dass Schumacher Pech hat, dass der hinter Leclerc festhängt? Oder ignoriert er jetzt die blauen Flaggen? Elbe kommt rein. Er geht auf gelb. Also die fahren jetzt durch. Ich hätte nicht gedacht, dass sie noch gelbe Reifen haben. Aber Hülkenberg ist schon dran an Sergeant. Also da mache ich mir keine Sorgen. Ja, Schumacher muss weg von Leclerc. Bottas sollte er relativ easy bekommen, weil der alleine fährt. Und Hülkenberg donnert da an Sergeant dran und hatten schon. Und tschüss. Das könnte das Back-to-Back-Rennen für Punkte werden. Das wäre natürlich... genial für uns, wenn das funktionieren würde. Ist halt nur die Frage, wann die reinkommen. Sergeant kommt jetzt rein. Okay, Schumacher hat Bottas ja mal richtig stehen lassen auf einmal. Und das war Mick Schumacher. Und gleichzeitig macht Bottas halt Platz für Leclerc. Und da ist er auf Platz 14. Wie der den weggedüst ist gerade. Der ist schon dran ans Show. Okay, so krass habe ich es nicht erwartet. Sergeant auf welchen Reifen? Auf gelb. Wie zu erwarten. Ich hätte nicht gedacht, dass die noch gelb haben. Aber es war abzusehen. Er hatte auch gelb. Aber die sind in der Regel etwas langsamer als wir, was den gelben Reifen angeht. Na, Ocon kann auch nicht mehr mithalten. Der Vorsprung von... Ja, weil Schumacher Platz machen musste für Leclerc, ne? Der hatte den sehr, sehr... gut im Griff. Und Leclerc war, glaube ich, in der Box. Ja, war der. Das heißt, da ist auf jeden Fall mal wieder freie Fahrt angesagt. Und Tsunoda kommt rein. War drin. Und ist nur ein paar Sekunden vor uns. Und hat halt sich die Roten gegönnt. Okay, das ist interessant. Wir könnten sogar Platz 9 uns gönnen. Klar, der wird uns wahrscheinlich wegfahren. Weil wir auch jetzt die Motor runterstellen müssen. Die Frage ist natürlich, wann müssten wir reinkommen dafür? Wir waren in der offiziell 40. Runde drin für uns. Bedeutet dann eigentlich so 51. Runde müsste gehen. Aber wir sind aktuell sogar auf einem guten Stand. Das heißt, wir können auf jeden Fall ein bisschen aggressiver wieder gerade fahren. So mehr Vorsprung sich Schumacher natürlich holt auf Sergeant und Albon. Umso eher kann er die natürlich holen. Aber 4 Punkte, das wäre schon mehr, als ich mir am Anfang der Saison erhofft habe. Allgemein schon 3 Punkte sind mehr, als ich erhofft habe. Überhaupt Punkte. Ich habe gesagt, ja okay, wenn wir es schaffen, vielleicht mal in die Punkte zu fahren, dann wäre das super schön. Dass natürlich dann der 2 Punkte am Anfang rausgesprungen sind und dann letztes Rennen einer und hier ist es sehr wahrscheinlich momentan, dass es funktionieren könnte. Also warum nicht?
Man muss jetzt nur genau gucken. Ne, wir machen halt noch einen Stopp. Klar, Ocon macht auch noch einen Stopp. Show macht auch noch einen Stopp. Das heißt, Albon und Schumacher sind aktuell sehr, sehr nah beieinander beim Stopp. Ne, wir haben dann in dem Fall auch frische Reifen nach dem Stopp. Ne, und der Vorsprung auf Sargent steigt ja auch gerade, weil ja, der hinter Show ein bisschen hing. Und Show wird auch immer langsamer. Und der muss hier auch noch reinkommen. Also Schumacher ist potenziell, würde ich sagen, aktuell auf Platz 15, vielleicht 14 unterwegs. Ocon wird er wahrscheinlich nicht bekommen, aber er wird auf jeden Fall Albon bekommen. Weil der auch mit seinen Getriebe da zu hadern hat. Wir waren 35,8. Na, also Sargent ist halt die Frage, wie das dann aussieht mit den Reifen. Aktuell hat er nur 11 Sekunden. Das sind 10 Sekunden, die er dann aufholen muss. Und wenn man Ocon sieht, Ocon gibt auch gut Gas. Obwohl, 2 Sekunden waren das von Hülkenberg auf Ocon und Schumacher auf 1,5 Sekunden. Also ist schon mal ein gutes Stückchen. Was wir da Vorsprung haben. Also das Rennen ist wieder sehr turbulent und kurios. Aber mit mehr Weitsicht. So, wir gehen wieder runter mit den Reifen. Und Schok kommt auf dem letzten Platz raus. Gasly kommt ja auch nochmal rein. Jetzt runter. Okay, die wollen so lange, wir wollen echt 15 Runden mit diesen Reifen fahren. Ist das möglich? 15 Runden mit den Softreifen? Ich schätze mal schon. Also Ocon, das wäre ein Wunder, wenn Ocon damit durchfahren würde, ne? Weil der hat 53% Reifen. Also Correa und Gasly kommen auf jeden Fall rein. Ich würde erstmal so ein bisschen weiterfahren jetzt gerade. Der Vorsprung ist auf jeden Fall ganz gut. Und wenn ich das gerade so zusammenrechne, ist Hülkenberg auf jeden Fall vor Sargent. Mit Abstand. Okay, wir hatten den ja schon vor seinem Stopp. Wir hatten ihn gerade überholt und dann kommt Stopp. Ja, Runde 52 ist ja auch die geplante Boxenrunde. Da haben wir 12 Runden gefahren, dann müssen wir 11 Runden nachfahren. Gasly natürlich wieder auf Rot wahrscheinlich. Der hat auch die wildeste Strategie gemacht. Dabei zu Noda kann ich mir schon vorstellen, dass sie durchfahren. Also Ocon kommt rein. Das heißt, wir sollten nicht zu lang fahren mit den Reifen. Wenn der nämlich jetzt frische Soft hat, weil es geht hier immer noch um den Punkt. Klar, Alpine wäre natürlich auch froh, mal einen Punkt zu holen. Ne, und sie sind auch eigentlich unser Motorlieferant, obwohl Renault unser Motorlieferant ist. Und Alpine ist ja die Sport- Ware von Renault. Ja, aber wir sind halt Nummer 1 Renault. Da kann man. Ja, da können die nichts gegen sagen. Es ist halt so. Und gelbe Flagge. Schumacher fährt noch. Du fährst auch noch. Schwarz gedreht. Okay, also nichts Schlimmes. Wir sitzen in der 51. Runde. Also Schumacher kommt echt bei Albon raus, ne? Also Platz 14 ist bei dem auf jeden Fall gut drin. Der muss dieses Tempo halt dann nur gleich mit weiterfahren. Und vor allem kommt der Ferrari gerade näher und näher und näher. Also Überrundung ist auch sehr wahrscheinlich, dass wir komplett überrundet werden. Aber wir müssen halt in der nächsten Runde reinkommen. Aber dieser eine Stopp, ne, den wir mit Schumacher gemacht haben, der ist jetzt so bitter. Um es leider so jetzt zu sagen. Ich glaube, ich würde sogar sagen, wenn die beiden selber beieinander wären, dass ich Hülkenberg zurückpfeife und Schumacher den Punkt gönne. Damit der einen Punkt hat, weil der fährt dieses Rennen ist der super stark. Der ist ja nicht ganz auf Augenhöhe mit Hülkenberg, ein bisschen langsamer. Und muss wahrscheinlich auch vor dieser Runde noch Platz machen für Dings. Sollen wir mal probieren, schnell zur Runde zu fahren? Weiß ich halt nicht, ne? Ob wir es probieren sollen. Schumacher macht Platz. Ist natürlich jetzt zeitlich ein sehr schlechtes Timing gewesen.
Ja, weil er hat halt 23 Sekunden Rückstand, ne? Es ist ein Boxenstopp. Aber es war ein Safety-Car dabei. Aber er war gar hinten im Feld. Hülkenberg war mitten im Feld. Von daher, na, schwer zu sagen. Er wäre vielleicht so, kann er vielleicht. Auf jeden Fall wäre er näher dran. So, zap, zap, zum Onkel. 2,4, starker Stopp. Hülkenberg könnte auch mal noch einen guten Stopp machen. So, Schumacher ist schon überholt von Sargent und Ocon. Rollt und hat einen. Fährt jetzt wieder los und hat. Ja, kommt vor Albon raus. Platz 13 Schumacher. Ist sein bestes Rennergebnis. Diese Saison. Ocon auch schon sehr nah an Sargent dran. Bringt, aber die Frage ist: Bringt uns was, die schnellste Runde zu fahren? Das ist eigentlich nur ein Risiko für uns. Schumacher ist eigentlich schon mal relativ safe auf Platz 13, wenn nichts gerade irgendwas passiert. Na, der hat auch jetzt gleich Temperatur im Reifen. Hinter ihm ist Albon. Na, Motor können wir auch schon, den brauchen wir ja immerhin noch bis Jahresende. Oh, wir haben schon noch gute Motoren, also so ist es jetzt nicht. Aber mal gucken, vielleicht wie nah er jetzt an Zarten rankommt. Ne? Also es wäre natürlich auch jetzt nicht verkehrt, wenn er noch so an Zarten extrem gut rankommen würde. Und der Vorsprung auf Ocon, der war ja schon gut genug. Ja, wir sind halt auf jeden Fall jetzt überrundet. Da machen wir jetzt auch nichts dran. Und halt auch die schnellste Runde ist auch sehr, sehr unwahrscheinlich, dass wir das überhaupt packen. Aber Schumacher, der kommt da ganz gut rangebrettert jetzt an Sargent, ne? Der fährt jetzt 34? Dauert noch ein bisschen. 34,2. Das waren 2 Sekunden aufgeholt in der letzten Runde. Also, wenn er das Tempo beibehalten würde, dann ist er an 6 Runden dran. Das ist genau zum Rennende. Also ich weiß halt nicht, wie die Reifen dann von Sarge am Ende aussehen, ne? Weil es ist halt übelst schwer, dieses Tempo weiterhin durchzugehen. Wir haben vor allem wir auf Platz 10, haben 44 Sekunden Rückstand auf die Leute, die in den anderen Punkten sind. Und wir sehen gerade Alonso gegen Piastri dann um Platz 3. Und dahinter ist auch noch Russell. Das heißt, entweder sehen wir ein neues Fahrzeug auf dem Dings oder zwei McLaren. Oder halt auch, ja. Wenn natürlich die kollidieren würden, wäre das natürlich auch nicht schlimm für uns. Aber Piastri macht kurze Sache. Ja, dieses Jahr ist der Aston Martin halt nicht so stark, ne, wie letzte Saison noch. Aber er wehrt sich. Ne, unsere Fahrer können da in Ruhe weiterfahren, wie sie wollen. Ja, ich will eigentlich Schumacher mal fahren lassen. Weil, soll er lieber Platz 13 und sein bestes Saisonergebnis? Er hat jetzt unbedingt zu versuchen, jetzt Platz 12 zu holen. Aber gleichzeitig wäre Platz 12 für ihn natürlich auch ein gutes Ergebnis machen. Ne? Wäre halt noch besser, wenn er es schaffen würde. Komm, er probiert es. Schnappt dir noch irgendwie Sargent. Das wäre schon super gut, wenn du das packen würdest. Er war wieder über 2 Sekunden schneller in der letzten Runde. Das, obwohl wir nicht aufgedreht haben. Na, er muss aber aufpassen. Die kommen da hinten schon rangebrettert. Und vor allem, er hat jetzt schon wieder einen Stopp-Vorsprung auf Albon. Okay, Albon musste aber auch Platz machen wegen Wohnung. Ne? Da kommt eine etwas größere Truppe dann. Ich komm, und wir schlagen vor allem Red Bull, was mir jetzt erst eigentlich auffällt, obwohl es eigentlich schon die ganze Zeit bekannt ist, dass beide raus sind, dass Red Bull letzter in der Konstrukteurswette in diesem Rennen ist. Und Schumacher Brett hat einen Run an Sargent. Der fährt jetzt eine 1:36,9. Schumacher fährt eine 34,4, wieder 2,5 Sekunden sogar. Also, wenn wir zur ERS dazugeben würden, wäre das noch schneller. Aber Hülkenberg können wir normal fahren. Da können wir sogar eigentlich sagen, er soll den Motor schonen. Ja, und ERS soll auch zum Aufladen bringen. Alles, was schonend ist, ist gut. Und Bottas schlägt Albon.
Ne, durchfahren können wir auf jeden Fall jetzt mit dem Reifen. Das stand ja sowieso schon fest. Aber ich hätte nicht gedacht, dass das euch noch eine merkwürdige Strategie ist. Jetzt haben wir sagenhafte 5-9 Stops. Also die Boxenteams hatten viel zu tun. Wobei man einen ja wieder abziehen muss bei beiden. Weil ich weiß nicht, warum die rote Flagge als Boxenstopps gilt. Klar, man wechselt die Reifen. Höchstwahrscheinlich. Aber so weiß man es halt nicht. 2,2 Sekunden oder 2,1 Sekunden aufgeholt. Es sind immer auch über 2 Sekunden. Ne? Das ist halt das super krasse. Ne? Und wenn wir noch ERS dazu geben, was ich dann machen würde, so wenn er bei 2 Sekunden angekommen ist. Vor allem der eine gibt jetzt unbedingt Gas, um Platz 12 zu erreichen, was halt auch super gut wäre. Und der andere, der schont das Fahrzeug halt einfach nur. Und hat aber trotzdem 16 Sekunden und ist halt trotzdem noch übelst schnell unterwegs. Ne? Ich glaube, ich kann mir sogar vorstellen, dass der Schumacher auch trotzdem ihn eingeholt hätte, wenn wir normal gefahren wären. Na, da tun wir mal den Motor ein bisschen runterstellen, die Reifen. Die sind mir ein bisschen zu warm. Und der ist fast dran. Wir sind bei 2 Sekunden, sind jetzt unter 2 Sekunden. Und dann ist natürlich die Frage, ab wann gibt Sargent selber Gas? Das ist soweit. Gibt der jetzt Gas? Macht die KI nämlich gerne. Kurz vor Ende nochmal Gas geben. Und die beiden duellieren sich immer noch, ne? Die kommen jetzt nicht näher an ran. Okay, er gibt also Gas in dem Moment jetzt. Sargent will Platz 12 holen. Das wäre, glaube ich, auch für ihn das, glaube ich, beste Ergebnis der Saison, ne? Und dann geben wir ihm auch ERS dazu. Sobald wir im... Und Albin ist auch raus! So, Schumacher Bretter dran an ihn. Er kann sich vielleicht ein bisschen noch wehren, aber gegen einen, der mit ERS rankommt, wird das schwierig. Aber die Reifen sind halt das Problem, ne? Der hat, wir sind ungefähr auf gleichem Stand. Sind aber immer noch im Vorteil, weil wir die weißen Reifen haben. Er ist ein DS. Und Albin ist raus. Und vor allem so kurz vor Ende, ne? Auszuscheiden ist halt immer mies. Aber wir haben nicht mehr viel Sprit, wir haben eigentlich gar keinen Sprit mehr. So, Schumacher jetzt gegen Sargent. Geht vorbei. Muss aber jetzt natürlich jetzt nicht schweren. Der Konter wird kommen. Nein, kommt doch nicht. Dann müssen wir jetzt mal Gas geben. Diese gerade muss er jetzt durchhalten. Sieht sehr gut aus. Dann kannst du danach richtig sparen. Gegen Ocon haben wir keine Chance. Das war mir auch schnell etwas länger bekannt. Er muss die DS gerade halt nur jetzt durchhalten. Das ist Leclerc. Charles Leclerc ist der Sieger heute. Doppelt, ne? Hintereinander. Hülkenberg 10. Schumacher hat es auch geschafft. Okay, ich hätte nicht erwartet, dass wir den echt noch so doch leicht bekommen. Und er, wie zu erwarten, gibt er auch ein paar Runden vor Ende noch Gas. Und Schumacher, beste Saison, er gibt es Platz 12. Also wenn er da jetzt beschwert, einer hat eine gute Leistung und der andere eine schlechte Leistung. Nix da, beide haben eine super Leistung gezeigt. Nochmal ein Punkt auf unser Konto. Und beste Saisonergebnis von einem anderen Fahrer. Und auch nur 28 Sekunden in so einem Teamkollegen. Nur. Und klar, der hat am Ende noch ein bisschen geschont, aber trotzdem gut rangekommen, ne? Und wie viele Teams haben wir jetzt geschlagen in diesem Rennen? Für Nico Hülkenberg kam heute alles zusammen zu einem perfekten Rennen. Das war eine sehr starke Leistung. Der Fahrer beendet das Rennen in den Top 10. Das ist erstaunlich und wirklich sehr gut für das Team. Jetzt zeigt sich Ihr Teamgeist überdeutlich, wenn Sie alle diesen Moment des Triumphes teilen. Charles Leclerc betritt das Podium. Der Fahrer aus Monaco hat sich den Platz unter den Top 3 wirklich verdient. Der zweite Sieg des Fahrers in dieser Saison. Ein brillantes Talent, zu Hause auf der Rennstrecke.
Man kann sich vorstellen, wie es für die nächsten Stunden in Singapur zugehen wird. Was denkst du, welches Gefühl in der Garage des Teams jetzt vorherrschen wird? Heute gab es von allem etwas. Einige Dinge liefen gut, andere wiederum nicht. Ich denke, ihr Hauptziel wird es jetzt sein, eine gewisse Beständigkeit zu finden. Ein großes Dankeschön an alle, die dieses Wochenende in Singapur dabei waren. Beim nächsten Mal überqueren wir den großen Teich und melden uns aus Texas zum kurvenreichen großen Preis der USA. Ja, es lief auf jeden Fall was falsch, indem wir Schumacher einmal zu oft reingeholt haben. Unnötig vor allem. Aber ansonsten fabelhaftes Rennen. 4 Punkte. Hätte mir das einer am Anfang der Saison erzählt, dass wir uns noch irgendwie mit 4 Punkten gegen die anderen Konkurrenten hier durchboxen. Hätte ich gesagt so, ach nee, vielleicht schaffen wir es Haas oder Sauber noch zu schlagen. Und dann sind wir vielleicht 9. Wenn wir mal 11. werden im Rennen. Aber dass wir jetzt ziemlich komfortabel da vorne stehen, ne? Stimmt, wenn ich jetzt alles so bedenke, McLaren war noch, Mercedes war auch kein einziges Mal Podestbusser. McLaren hat einen Sieg. Ferrari 3 und das heißt, Perez hat einen Sieg, glaube ich. Nee, Perez hat auch noch keinen Sieg. Das heißt, alle Siege gehen auf Verstappen. Das heißt, und Leclerc ist der zweite Fahrer, der mehr als einen Sieg hat. Ach ja, Sainz ist extrem gut abgerutscht, ne? Hätte Verstappen nicht so einen übelsten Vorsprung, ne? Wäre das voll die spannende Saison zwischen Ferrari, McLaren und Red Bull. Na, wenn die alle noch ein bisschen so verteilt worden wären. Ja, und Schumacher, ich dachte, der Hülkenberg hat einen guten Stopp gemacht, aber okay. Hülkenberg ist leider nicht dabei und wir haben den Platz an Dings verloren, an Mercedes. Die haben sich da boxenjobmäßig ja richtig gesteigert. Williams könnte es noch bekommen. Da sind wir auf jeden Fall auch Platz 9 wahrscheinlich. Das ist. Hey, das ist echt ein cool. Ja, hier. So unnötig. Aber gut. Kann man nichts machen dran. Na, mal wieder ein bisschen Geld. Aber auf jeden Fall wieder ein Plus. Und haben jetzt wieder etwas Ruhephase. Müssen gucken, ob wir irgendwas jetzt bauen können. Mit dem Geld, was wir haben. Ja, wir brauchen auf jeden Fall eine Aufhängung, wir brauchen auf jeden Fall Seitenkasten. Frontflügel brauchen wir auch noch. Das machen wir dann alles mit dem Geld, was wir jetzt bekommen haben. Und Auto ist kaputt. Was haben wir denn jetzt kaputt? Heckflügel. Okay, Heckflügel ist nicht schlimm, den ersetzen wir direkt schon mal. Ja, Frontflügel müssen wir auf jeden Fall bauen. Aufhängung, Unterboden, Chassis genauso. Seitenkasten haben wir zum Glück noch ein. Also, okay, jetzt muss ich mir eine Liste machen gerade. Um aufzuschreiben, was wir wirklich alles noch brauchen bis zum nächsten Grand Prix, was 25 Tage ist. Das ist schon mal sehr gut für uns. Gibt es ein Lager? Früher gab es das Lager noch. Da, gibt es immer noch. Perfekt. Also wir brauchen auf jeden Fall ein Chassis. Mindestens mal 2 Stück noch. Chassis. Dann brauchen wir auf jeden Fall 2 Frontflügel noch. Ich würde auch als erstes sogar Frontflügel und Heckflügel machen, weil die als schnellstes fertig sind. Ja, die dauern ja, glaube ich, nur 2 oder 3 Tage. Und sind die auch schon nach 3 Tagen oder nach 6 Tagen dann fertig. Wir brauchen auf jeden Fall noch 2 Seitenkästen. Und ich hoffe, dass die halt dann wirklich bis zum Rennende dann halten. Wir brauchen auch noch... Ja, Unterboden eigentlich auch, aber wir hätten zur Not noch eins, was relativ gut ist. Ne? Also Unterboden wird als letztes dann noch bauen. Wir haben so viel Unterboden gebaut, ne? Wir haben auch so viel Chassis gebaut. Aber keine Aufhängung, kein Dings. Und da brauchen wir auch noch 2 Stück. Das heißt, von jedem brauchen wir mindestens mal 2 Stück. Da ist doch schon mal klasse. Und dann würde ich auch mal direkt sagen, machen wir direkt den Auftrag für Front- und Heckflügel. Wenn das Geld reicht. Okay, wir kriegen nur aktuell die Frontflügel hin. Was okay ist. Heckflügel kosten etwas mehr. Der Rest ist ja
nicht in unserem Budget aktuell. Ne? Und die dauern auch sehr lange, ne? Wie gesagt, Heckflügel und Frontflügel sind ja extrem schnell gebaut. Von daher ist das ja auch nicht so schlimm, die als erstes jetzt zu bauen. Müssen aber noch ein paar Tage warten, bis wir das Geld bekommen. Was natürlich jetzt auch nicht so schön ist, ne? Klar, Wochenende kriegen wir wieder ein bisschen mehr Geld. Um die 90.000, glaube ich, war das, ne? Ja. Was auf jeden Fall ganz gut ist für uns. Aber gut. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr dabei wart beim Singer-Kumpel-Kumpel, was halt eigentlich immer das längste Rennen der kompletten Saison ist. Ne, selbst es lief eigentlich relativ gut. Ne? Wir hatten ein Safety-Car, was eigentlich relativ schnell vorgespult wird immer. Rote Flagge, ne? Also trotzdem ist es halt immer das längste Rennen der Saison. Ne, aber wow, kann man nichts machen. Ne, dafür haben andere Rennen, die schneller vorbei sind, wie Monster zum Beispiel. Aber gut. Ja, ich bedanke mich, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Ciao.